Salto. 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 Ja, Martin. Ja, hoi, grüß dich. Ja. Du, ich wollte dir live sagen, der Toni Ebner hat schon bestätigt, dass nächste Woche mit dir ein Interview stattfinden soll, gell? Jetzt muss ich leider, dass wir das mit dem Termin koordinieren. Und jetzt brauche ich noch von dir unbedingt... Die Tageszeitung will jetzt auch ein Interview machen mit mir wegen dem. Was soll denn jetzt dienen? Nein, jetzt musst du warten. Das muss schon in die Dolomiten rein. Schau. Ja, du musst jetzt wieder auf, gell? Ja, aber jetzt können wir nicht mehr zurück. Jetzt habe ich das alles mehr oder weniger organisiert und da Ronny arbeitet schon am Stotz und vom Inhalt her und so weiter. Freunde im Edelweiß. Notizen aus der Provinz von Arthur Oberhofer und Christoph Franceschini. Willkommen im Jahr 2023. Willkommen bei der 8. Folge unserer Freunde im Edelweiß. Der Titel heute: Der Unternehmer des Jahres. Es geht diese Woche um Medien. Besser gesagt darum, wie Ingemar Gatter und Co. auf der Medienklaviatur dieses Landes gespielt haben. Vor allem Gatterers Freund und Berater Martin Alba hat beruflich lange als PR-Berater gearbeitet. Er kennt sich in diesem Metier bestens aus. Der heutige SVP-Bürgermeister der Gemeinde Brenner und ehemalige SVP-Landessekretär hat dabei auch beste Kontakte in das Medienhaus Athesia. Das wird nicht nur in dem Ausschnitt deutlich, den wir zu Beginn dieses Podcasts gehört haben. Das Duo Gatterer-Alba hat 2018-2019 versucht, über die Medien Arno Kompatscher und alle, die sie als Verbündete des Landeshauptmanns sehen, wund zu schießen. Darum geht es in dieser Folge. Ingemar Gatterer lebt in einem permanenten Zwiespalt zwischen wirtschaftlichen Interessen und gesellschaftlichem Anspruch. Es ist deshalb nicht überraschend, dass der Saat-CEO sich mit dem mächtigen Athesia-Konzern arrangiert. Dabei spielen nicht nur ökonomische Interessen eine Rolle, sondern es gibt auch eine politische Schnittmenge zwischen dem Pfalzner Unternehmer und den Ebner-Brüdern. Beiden steht ein Mann besonders im Weg, Landeshauptmann Arno Kompatscher. Auch vor diesem Hintergrund erhält Gatterer im Tagblatt der Südtiroler besonders viel Platz, um gegen die Landesverwaltung, die Landesregierung und auch gegen einzelne Politiker zu poltern. Anhand der abgehörten Telefongespräche zeigt sich aber, dass dieses verständliche publizistische Interesse im Fall der Tageszeitung Dolomiten und des Athesia-Konzerns weit über den journalistischen Bereich hinausgeht und dass es zu einer Vermischung von bezahlter Werbung und redaktionellen Artikeln kommt. Ja, hi. Du Martin. Ich würde gerne die nächste Woche schon ein Interview machen wegen Nützi. Was, wegen ihm? Wegen Nützi. Nur damit. Wegen Nützi? Ja. Ja, jetzt ich bin jetzt alle weil dabei bei der Ding, was, bei der Karikatur. Ich kläre jetzt alle weil ab mit der Chefredaktion, wie weit es möglich ist und alles. Lass mal das hier zum Mal gehen, was? Weil na, hier mit dem Ritzolle Gerät, das muss nächste Woche passieren, weil die Entscheidung ist schon Ende Jänner. Ja, soll schon, aber haben wir auch mal ein bisschen Zeit, du. Martin, mit Ritzolle. Martin, ja. Ich sehr verschätze, aber das will ich. Und der ganze sollen antanzen, wenn ich etwas will. Ja, soll schon, aber jetzt bin ich am Abend. Willst du die Karikatur noch mehr machen? Entschuldige. Ich muss von der Margaret wissen, was da betrogen ist. Ja, nein, ein Interview können wir nicht einkaufen. Es dauert eben seine Zeit, du weißt es, wie es ist bei der Thesia und so weiter. Man muss so fühlen, man muss das ausmachen, den Deck definieren und alles. Ich verstehe aus, ich zahle Haufen Geld und ich bin das so. Ja, dann ist mir schon klar, nicht? jetzt werde ich die Anfrage wieder machen und ich muss auf seine Wege gehen. Das geht nicht von heute auf morgen, verstehst du? Du weißt es ja, wie es ist. Gell? Ja, okay.
dieses Telefongespräch zu verstehen, bedarf es einiger Hintergrundinformationen. Einer, auf den sich Ingemar Gatterer besonders einschießt, ist Heinz-Peter Hager. Hager gilt nicht nur als Unterstützer Kompatschers, das Studio des Wirtschaftsberaters arbeitet auch für die Südtiroler Transport Strukturen AG. In dieser Rolle hat Hager ein Rechtsgutachten für die Star gemacht, das Gatterer zu Weißglut bringt. Es geht dabei um Mehrwertsteuernachzahlungen und um viel Geld. Ingemar Gatterer gelüstet jetzt nach Revanche. In einem Dolomiten-Interview will er gegen das geplante Oetzenmuseum am Virgl auftreten. In Absprache mit der Bozner Kaufleute Familie Rizzoli. Gleichzeitig soll im Interview die Rolle Hagers als Wahlkampfspender angesprochen werden. Dass das Ganze keine Hirngespinste sind, das zeigt sich daran, dass das Interview am 22. Februar 2019 in den Dolomiten auch wirklich erscheint. Der Titel: Das wäre unter Durnwalder nie passiert. Fast gleichzeitig will Ingemar Gatterer in den Dolomiten eine bezahlte Karikatur veröffentlichen. Auf einer ganzen Seite soll der aus Max und Moritz bekannte Lehrer Lempel, Arno Kompatscher, Philipp Achammer und Daniel Alfreider zusammenstauchen. Gatterers Medienberater Martin Alber erklärt das Projekt so: Du, die Karikatur muss vor allem halt in Alfreider treffen. Ja, ich habe mir zuerst so gedacht, wir malen ein formes Präsidium, das praktisch besteht aus dem LH, aus dem Achammer und aus dem Alfreider. Der Alfreider ist pumperl rot und kriegt die Panik und den Kompatscher laufen die Gläser runter oder stehen die Haare auch, nicht? Und oben steht halt drüber Regierung, ja oder nein oder Abstimmung oder irgend so etwas und dann sieht man nur die Hände, wie sie aufhalten und so was für die Leute, nicht? So in die Richtung, nicht? Ja, dass wir halt gut, dass sie Angst haben, nicht, was wollen, nicht, verstehst du mich so, nicht. Irgendwie so, das Szenario müssen wir hinkriegen. Aber wir müssen halt das Szenario hinkriegen, da muss ich auch mit dem Zeichner mal reden, nicht. Weil der Zeichner muss das gut umbringen und deswegen muss er auch einen Vorschlag machen, nicht. Ja. Gell? Okay. Ja, passt, du bist ein Schatz, wirklich. Gefällt dir dieser Podcast? Ja, dann ist höchste Zeit, sich zu abonnieren. Hol dir ein Abo und unterstütze Freie Information in Südtirol. Aus mehreren Telefongesprächen geht hervor, dass Ingemar Gatterer mit dem Medienhaus Athese einen Vertrag abgeschlossen hat, der neben klassischen Werbeschaltungen auch redaktionelle Artikel, die im Sinne Gatterers verfasst werden, beinhaltet. Das Gesamtvolumen des Vertrages liegt bei 145.000 Euro. Athese gewährt für diesen Großauftrag Gatterers und der SAT AG 38% Rabatt auf die normalen Werbepreise. Die Bedingung dafür: Der Kunde muss das ganze Werbepaket aber ausnutzen. Ansprechpartner ist dabei der Athesia-Werbevertreter Christoph Niederkofler. Doch Mitte Januar 2019, nachdem der mit Michel Ebner und der Handelskammer angedachte Kauf des Bozener Flughafens endgültig geplatzt ist, geht Ingemar Gatterer zum Athesia-Konzern bewusst auf Distanz. Am 18. Januar 2019 weist Ingemar Gatterer seinen Generaldirektor Mariano Vettori an, den Vertrag mit Athesia zu kündigen. Vettori tut das auch umgehend. Dass diese Vertragsauflösung aber nicht so einfach ist, geht aus einem weiteren Gespräch zwischen Gatterer und Martin Alba hervor. Was soll ich mal sagen noch zu dir? Ja, aber weißt du, wer mich heute angerufen hat? Heute hat mich der Niederkofler angerufen, nicht? Und wollte mir eigentlich sagen, dass das Interview mit dir als Paletti war für nächste Woche, die Varesco, dass sich bei dir melden, nicht? Dann ich sag, Christoph, und ich sag, es kann sein, dass so jetzt es nicht mehr so was ist. Ja. Er hat noch nicht gewusst, der Niederkofler, nicht? Und der hat noch, er war noch ganz betroffen, nicht? Und hier hat zu ihm gesagt, ich weiß auch nicht genau, was der Dr. Gatter entscheidet, nicht? Und er soll halt einmal mit Michel sagen, wie eine dramatische Situation ist. Mehr habe ich nicht zu ihm gesagt, nicht? Verstehst du? Ja, ich habe schon ausgekündigt, Alter. Ja, ich habe schon gesehen, alles, was du geschickt hast. Nicht? Hast du da gelesen, was da drinnen steht? Dass du da musst den ganzen Rabatt nachzahlen? Nein, es steht da drin, dass bis zu 145.000 Euro gemacht werden kann. Und wenn ich es erreicht dann, kriege ich den Rabatt nicht. Ja, korrekt. So. Nicht? Aber genau, jetzt, so. Und jetzt sage ich. Jetzt musst du mir die Abrechnung schicken. Wenn du inzwischen die Dinge hast, ich weiß nicht, ob ich es inzwischen gezahlt habe. Nicht.
Ich weiß jetzt nicht, ob er es inzwischen etwas gezahlt hat. Er hat ja monatliche Rechnung geschickt. Ja, eben, nicht, aber dann müsste es auf die ganzen Rechnungen, muss ich einen Rabatt draus zahlen. Genau. Das ist eine riesige Summe, gell? Ja, das passt schon. Er muss mir aber die Aufstellung schicken, was er tatsächlich an Leistungen gemacht hat, und dann werden wir schauen, ob ich nicht schon zu viel Geld gezahlt habe. Ja, da kam es einfach drauf, das ist ja schon. Die schicken die Leute ins Rad, verstehe schon das Zeug. Martin, das ist mir ja alles gut. Ja. Nein, ihr Leute sehen, das haben ihr nicht gewusst, nicht, weil ihr nicht gewusst, dass du was da in dem Vertrag dran steht, den ihr nie gesehen habt. Aber das ist ja. Ist eine Stange Geld, das. Verstehst du? Also, es sind mindestens zwei Sankt-Moritz-Aufenthalte. Die, was da was da dran zu zahlen sind. Ingemar Gatterer versucht mehrmals in der Südtiroler Medienwelt Fuß zu fassen. So verhandelte er in diesen Jahren mit den jeweiligen Mehrheitseigentümern über einen Einstieg in die Wochenzeitung FF oder auch über einen Kauf der Neuen Südtiroler Tageszeitung. Beide Projekte scheitern aber. Der Bruch mit Athesia führt dazu, dass Ingemar Gatterer eine Art Grundsatzentscheidung treffen will. Ach schau, Martin, ich hab, wenn ich will, habe ich alle Möglichkeiten. Mache ich auch eine neue Zeitung. Die Möglichkeiten habe ich schon. Ja, das brauch ich ja. Das brauchst du mir nicht erklären. Ich kenne deine Situation jetzt schon. Das ist mir schon klar. So. Deswegen, ich versuche ja allein, dir die Schritte irgendwo, sagen wir mal, ein bisschen zu. Mit dir gemeinsam die Schritte abzusprechen, was passieren könnte oder was macht. Ich bin leider meiner, dass es ganz ohne Medien nicht gehen soll und nicht wäre. Ob du jetzt selber dann in den medialen Business einsteigst, stelle ich noch eine andere Frage. Nicht? Weil ich Rollen natürlich immer, nachdem du die Serie der Medien bedienst, dann ist halt einmal ein Faktum, weil du bist ja in eineinhalb Jahre jetzt, seit wir medial ziemlich aktiv sind, bist du ja extrem in Südtirol. Das brauchen wir ja nicht diskutieren. Deine Werte, deine Bekanntheit, dein Bekanntheitspotenzial in Südtirol ist enorm angestellt. Du bist sicher derzeit in Südtirol einer von den vorne, der am bekanntesten sein. Aber das ist logischerweise dann ist das die Konsequenz auch dessen, dass du das sehr, sehr stark kommuniziert hast. Doch Martin Alber ist Realist und er rät immer wieder Ingemar Gatterer, auf keinen Fall alle Brücken zum Haus der Athesia abzubrechen. Aber der Athesia ist gleich insofern interessant, wenn wir den Deal wieder aufnehmen, dann können wir da kommst weg sie sind im Haus in der Athesia, dann waren sie ja brutal glücklich, wenn sie mit dir den Stress jetzt wegbringen. Und wir hätten da einen Haufen zu warten, Für Ingemar Gatterer aber ist klar, dass er nach der geplanten Kündigung des Vertrages mit Athesia nicht so einfach wieder die Zusammenarbeit mit dem Monopolisten aus dem Weinbergweg aufnehmen kann, ohne das Gesicht zu verlieren. Nachdem Michel Ebner den Kontakt zu Ingemar Gatterer sucht und aus dem Hause Athesia eindeutige Signale zu einer Wiederaufnahme der geschäftlichen Beziehungen kommen, rät Martin Alber dem Saatboss, eine Art Gegenleistung dafür zu verlangen. Ingemar Gatterer hat wie meistens eine zündende Idee. Der Athesia Verlag kürt jährlich den Manager des Jahres. Im Jahr 2019 schielt Ingemar Gatterer auf diesen Titel. Ja, hallo. Martin? Ja? Ich habe mal etwas überlegt, was ich für der Athesia möchte. Ja. Ich möchte Unternehmer des Jahres werden. Ist ein guter Deal. Schmeckt mir persönlich sehr. Ja, okay. Dann werde ich das einmal auskosten, okay? Die richtige Vorgangsweise war, dass wir erst mal warten müssen, bis er die Union rief.
Ich darf jetzt nicht vorpreschen, sondern warten, bis er nur ist. Aber Ingo, du darfst ihm gegenüber nicht sagen, du willst Unternehmen des Jahres. Und das überwachst du mir. Weil das haben die Idee raus. Verstehst du? Hinter Pietro Le Quinte. Verstehst du mich? Ja, okay. Weiß besser. Besser. Man kommst du nicht in Verdacht. Weißt du, man kommst du nicht in Verdacht, dass du dort selber für Bido oder schon was ich mache. Ja. Sondern ich mache das noch eleganter hinten rum. Erzähl ich die Wasche für den Kompatsch schlecht hin. Ja, ja, genau. Das ist brutal. Ja, das gefällt mir sehr gut. Das ist ja etwas, was mir Spaß macht. Ja, das macht mir. Ja, klar, klar. Sehr gut, sehr gut. Eine super Idee. Ja. Also, du bist ein Wehr. Das ist eine Frau gegen das da. Ja, nicht gleich gegen ihn, sondern auch gegenüber anderen, die was man in den Ohr lecken und so. Genau. Ja, schön. Ja, das ist super. Gute Idee. Servus. Ja, Herrn, servus. Martin Alba will diese Wahl aber unbedingt durchsetzen. Den Rookie nicht ab. Ich habe mit dem Niederkofler nächste Woche schon ein Treffen ausgemacht, weil ich so, das kann ich nicht per Telefon zogen, weißt du? Und ich werde das auch drucken. Der Plan des Duos Martin Alba und Ingemar Gatterer ist aber nicht aufgegangen. Die Tageszeitung Dolomiten kürt 2019 die beiden Bozner Unternehmer Vinicio und Roberto Biasi zum Manager des Jahres. Sehr wohl aber wurden die geschäftlichen Beziehungen zwischen Gatterer und Adesi AG wieder aufgenommen. Gemeinsam gegen die politischen Gegner. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn es in 2 Wochen wieder um die Freundin Edelweiß geht. Halten Sie durch bis dahin. Ein Podcast von Salto. Un Podcast di Salto. 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 Salto.